herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Vielen freiberuflichen Hebammen droht das berufliche Aus. Zunächst, weil die Prämien für die Berufshaftpflicht massiv gestiegen sind und jetzt erst recht, weil ab 2015 voraussichtlich keine Versicherung mehr eben diese Berufshaftpflicht für den Hebammenberuf anbieten will. Der Deutsche Hebammenverband sucht zurzeit gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium nach einer Lösung und auch im Landkreis Uelzen betrachten die Hebammen diese Entwicklung mit großer Sorge. Die Hintergründe morgen in der AZ. Don't drink and drive. Diesen Spruch haben Unbekannte an eine Wand der Parkpalette am Uelzener Bahnhof geschmiert. Den gut gemeinten Rat in rostroter Farbe beherzigen bestimmte Besucher des Parkhauses jedoch nur zur Hälfte. Sie fahren zwar kein Auto, dafür konsumieren sie aber reichlich Alkohol, wie die zahllosen leeren Spirituosenflaschen vermuten lassen. Die Rede ist von Obdachlosen, die sich in der Parkpalette aufhalten. Darüber regt sich jetzt Unmut bei den Anwohnern. Eine Papiermülltonne setzt nun Unbekannte Mittwochabend an der Hauenriede gegen 20.40 Uhr in Brand. Durch das Feuer wurde auch eine daneben stehende Komposttonne beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Gegen 23.15 Uhr kam es vor einem Mehrfamilienhaus an der Hauenriede zu einer weiteren Rauchentwicklung in einer Mülltonne. Dort entstand laut Polizei kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581 93 00 entgegen. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Leichter Regen, ansonsten wolkig und ab und zu sogar ein wenig Sonne, das sagt AZ-Wettermann Zacki für morgen voraus. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad, in der Nacht bei 5 Grad. Das war AZ-TV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.